Universum Boxing, ich glaube, der Name sagt einigen Leuten etwas. Sehr viele bekannte Leute haben auf dieser Plattform geboxt. Sei es Rapper oder auch YouTuber, Instaflenzer, ist ja wurscht jetzt was. Jeder hat wirklich auf diesem Kanal geboxt. Und deshalb wurde auch Universum Boxing in so einer kurzen Zeit, ja, zu einer der beliebtesten Kanäle und auch, ja, Box-Events im deutschsprachigen Raum. Jetzt aber, meine lieben Freunde, bekommt Universum Boxing den größten Shitstorm, den es jemals bekommen hat. Und ich glaube auch, den es jemals bekommen wird. Leider Gottes, das Gerücht oder auch die Vermutung draußen ist, dass die Kämpfe gekauft werden, beziehungsweise Fakes sind und dass man vorab, schon bevor der Kampf stattfindet, gesagt wird, wer gewinnt und wer nicht gewinnt. Und ihr wisst ganz genau, bei irgendeiner Sportart, wenn sowas passiert, dass ein Desaster, eine Katastrophe, was soll ich noch dazu sagen, das ist katastrophal. Wie wir alle mitbekommen haben, hätte ja Sinanji gegen Kevin Volta gekämpft und Senad Gash gegen Mo Abdallah, das wären ja sozusagen die Hauptkämpfe gewesen. Dann gab es ja den einen oder anderen Grund, keine Halle. Es gibt aber 7000 Tickets, die verkauft wurden. Jetzt müssen wir uns eine andere Halle suchen, unsere eigene Halle, aber da passen nur 500 Leute rein. Was machen wir? Wir ändern die Strategie, wir ändern die Kämpfe und suchen uns so schnell es geht Gegner aus in den nächsten 1 bis 2 Wochen vor dem Kampf, um dann irgendwie noch eine Show abzuliefern. Auf einmal bekam Sinanji einen Profiboxer, einen wirklich reinen Profiboxer. Senad Gash, der ein Profiboxer ist, bekommt einen Taxifahrer, wo man sich denkt, oder Busfahrer, ja, ne, jemand, der sich kaum mit Boxen befasst oder auch auskennt. Und wie wir alle mitbekommen haben, ja, ging das Ganze dann irgendwie nach hinten los. Sinanji, der die ganzen 5 Runden komplett am Verlieren war, gewinnt in der 6. Runde durch ein TKO. Und viele hatten dann so ein mulmiges Gefühl. Viele dachten so, das passt irgendwie nicht. Irgendwas passt da gerade ganz und gar nicht. Senad Gash hat nicht mal 5 Minuten gekämpft und hat gewonnen. Er selber hat sogar gesagt, sorry Freunde, ich wollte mehr zeigen. Der eine oder andere, ich empfehle euch, guckt euch das Video von Ringlife an. Der hat ein ganzes 20-minütiges Video darüber gemacht. Der kennt sich sehr gut mit Boxen aus und hat deutlich darüber gesagt, dass, ja, Universum Boxing die Kämpfe gefaked hat. Natürlich ist sein Video sehr viral gegangen, sehr viele Menschen haben das gesehen. Ich weiß nicht, ob er irgendwelche Schwierigkeiten bekommt durch seine Vermutung, denn Universum Boxing ist leider Gottes jetzt ein Event geworden, wo sehr viele Menschen misstrauisch geworden sind und nicht daran glauben. Und ich bin der Erste, Freunde. Wenn ich mir die nächsten Kämpfe ansehe, glaube ich nicht, ob das jetzt echt ist, ob der wirklich richtig gekämpft hat und wirklich gewonnen hat oder ob das Ganze wirklich so abgesprochen ist. Du gewinnst, du bekommst dafür 10.000 und dann hat sich der andere, hat jeder sein Hack bekommen, wie Mois immer sagt. Ich bin ehrlich zu euch, Freunde, Universum Boxing hat ein ernsthaftes Problem, wirklich ein ernsthaftes Problem. Von Universum Boxing kann jetzt mittlerweile gar nichts. Ismail ist ja der Leiter, der CEO von Universum Boxing. Er sollte eine Stellungnahme machen, meiner Meinung nach, er sollte darüber reden, weil das Event geht gerade komplett in den Bach runter, weil einfach das Vertrauen der Menschen weg ist. Speziell wenn Profiboxer, wenn Menschen, die sich mit Boxen befasst haben, ein Video darüber machen und sagen, das alles ist fake, das kann nicht wahr sein. Was sagt ihr dazu, meine lieben Freunde? Glaubt ihr Universum Boxing? Würdet ihr die nächsten Box-Events weiterhin anschauen und daran glauben? Oder seid ihr mittlerweile misstrauisch geworden und vertraut dem Ganzen gar nicht mehr? Das war es eigentlich von mir. Lernt daraus, immer ehrlich zu sein, meine lieben Freunde. Wenn es dazu kommt, dass es keine Halle gibt, dann verblasst das Ganze, verschiebt es, aber macht nicht irgendwas schnell und das Ganze mit Fake. Dann verliert ihr euren Ruf, ihr verliert alles und Zuschauer, naja, ist eure Sache. Ihr wisst sicher, was ihr macht. Danke, Freunde, und peace out.